Wo es vor dem 9. Spieltag gerade mal schon so richtig gerumst hat. Insgesamt 4 neue Trainer an diesem Wochenende. Der letzte von ihnen heute, Marc Fascher. Der ist Nachfolger von Wolfgang Wolf in Rostock, kommt aus Münster und ist derjenige, welche der Hansa erstmal in die sicheren Bereiche der 3. Liga und dann perspektivisch wieder nach oben bringen soll. Antrittsgeschenk für ihn, die 2. Runde im mecklenburgischen Landespokal gegen Güstrow. 5-0 für Rostock, das war easy. Aber für die Überschrift, guter Einstand des neuen Trainers, reicht das natürlich noch nicht. Da muss ein bisschen mehr kommen. Frage an Christoph Pietsch, kam da heute mehr in Heidenheim. Das ist ein Spitzenteam der 3. Liga, also schwere Aufgabe, definitiv. Marc Fascher angetreten, um die Hansa-Kogge wieder auf Kurs zu bringen. Dabei hochmotiviert sagt, je schwieriger eine Aufgabe ist, desto reizvoller ist sie auch für mich. In diesem Sinne ein überaus reizender Gegner zum Debüt des Rostocker Cheftrainers. Der erste FC Heidenheim in den weißen Trikots hat die stärkste Offensive der Liga, hat sich gefunden. Zum 3. Mal in Folge ohne Wechsel in der Startformation. Rostock mit Matthias Holst, der sammelt hier erstmal ordentlich Meilen. Mit Erfolg findet Weiland, Tom Weiland, die 18. Minute und die Gäste gehen in Führung. Tom Weiland, 2. Saisontor. Und was für ein wunderschönes, formvollendet, fast schon vollkommen. Matthias Holst mit dem langen Ball, überrascht damit die gesamte Heidenheimer Defensive. Smetana clever, sperrt das Feld, bestellt alles andere, ist große Klasse. Starker Auftakt der Rostocker. Heidenheim ohne direkte Antwort, findet erst Mitte des ersten Durchgangs besser in dieses Spiel. Seiler. Nicht im Abseits. Endriss, der passt. Fast. Hansa-Keeper Kevin Müller geschlagen. Marc Endriss aber scheitert am Pfosten. Heidenheim übernimmt jetzt die Regie, setzt Rostock mehr und mehr unter Druck. Kurz vor der Pause. Einwurf, Schnatterer auf Wittek. Und da ist Robert Strauß. Kevin Müller hat ihn sicher. Damit bleibt es dabei. Rostock führt zur Pause mit 1:0. Die Hanseaten angereist mit neuem Trainer und auch neuem Manager. Hansa-Urgestein Juri Schlüns seit Anfang der Woche für den zurückgetretenen Stefan Beinlich im Amt. Und damit gleich rein in die 2. Hälfte. 50 Minuten gespielt. Schnatterer sieht Dennis Malura. Direkt Spiel. Türke Mannflug. Ausgleich. Michael Turk, Saisontor Nummer 3 für den Mann, der angekündigt hatte, diese Saison hier so richtig durchzustarten. Augen zu und durch. Turk mit vollem Einsatz zum 1:1. Marc Faschers Team aber hervorragend eingestellt. Hält dagegen weiter auf Augenhöhe mit Heidenheim. Freistoß Rostock. Den tritt Holst. Smetana, 62. Minute, 2. Saisontor, 2:1, Hansa Rostock. Andrej Smetana, der Tscheche, sagenhafte 1,99 Meter groß. Und in dieser Szene macht sich jeder einzelne Zentimeter bezahlt. Perfekte Ballannahme, perfekt abgeschlossen und perfekte Kopie des 1:0. Wieder ist es Matthias Holz, der den langen Ball schlägt. Wieder ist die Heidenheimer Defensive nicht aggressiv am Mann. Die Schlussphase. Was geht noch? Hansa geht, Tom Weiland geht, marschiert mit ganz langen Schritten zum 3:1. Lehmann ausgespielt, der Winkel. Spitz und Feistle dazwischen. Tom Weiland, der Kunstschütze zum 1:0, verpasst den Doppelpack. Wird das aber wohl verkraften, denn Hansa Rostock gewinnt das erste Spiel unter Marc Fascher. Schlägt Heidenheim durchaus verdient mit 2:1. Die kurze Zeit, wo wir jetzt zusammengearbeitet haben, hat die Mannschaft sehr konzentriert gearbeitet. Das war wichtig, um letztendlich auch die neuen Vorstellungen eines Trainers in die Tat umzusetzen. Und wir freuen uns natürlich diebisch über diese 3 Punkte hier. Das ist natürlich sowas wie ein Brustlöser. Die Brust gelöst, die schwierige Aufgabe gelöst. Jetzt also darf sie gedruckt werden, die Überschrift. Marc Fascher mit starkem Einstand. Jawohl, so ist es. Christoph Pietsch, Hansa Rostock gleich mal auf Platz 10 jetzt in der Tabelle. Alle Ergebnisse der 3. Liga und die Tabelle finden Sie, meine Damen und Herren, auf sportschau.de.